Hallo meine Lieben, hier bin ich endlich mal wieder. Ich wollte euch doch unbedingt die ganz neuen Crystal Art Stempel von Craft Buddy nochmal zeigen, die wir jetzt im Shop haben. Und ja, da zeige ich, fange ich erstmal mit den weihnachtlichen an. Die sind ganz niedlich. Das sind diese kleinen A6 Motive. Hier ist der süße Eisbär. Die haben wir jetzt auch schon, ja, 3, 4 Wochen im Shop. Aber die zeige ich euch mal vorweg, bevor ich jetzt gleich die ganz neuen zeige. Da gibt es diesen Eisbären. Da ist er. Habe ich euch mal ein Muster zugemacht. Oh, ich finde den so knuffig. Wirklich. Genauso wie diese Maus. Ich war sowas von Schock verliebt. Und guckt mal, wo ist sie? Ganz kleiner Blick. Ist das eigentlich auch ein Weihnachtsstempel? Ne? Aber man kann den auch prima alles andere weglassen und das dann einfach als Babykarte gestalten, zum Beispiel. Ne? Also ganz süß. Die Maus, den Eisbären. Dann gibt es natürlich einen Weihnachtsmann. Dann gibt es einen Pinguin mit Mützchen. Dann gibt es Santas Helfer. Und eigentlich gibt es noch einen Engel. Wo habe ich den? Habe ich den unterschlagen? Ja. Gut, den Engel müsst ihr euch jetzt mal denken. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt nicht dabei habe. Oh, es fängt ja wieder gut an. Aber auf jeden Fall, das sind die Weihnachten. Die gibt es jetzt ja nun schon etwas länger im Shop. Ganz, 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 ganz neu sind die Crystal Art Stempel A5 groß. So, guckt mal. Wie gesagt, das sind alles Crystal Art Stempel bzw. Diamond Painting. Wie wir das machen, zeige ich euch gleich nochmal, womit wir die Steinchen aufkleben. Hier haben wir das Set Summer Glaze, Glitz, mit Sonnenblume, Bienchen, Blumen, das sind, ja, ich sag mal einfach Blümchen, Blätter, ganz entzückend, ganz süß. Ich zeige euch das mal. Hier habe ich zum Beispiel die kleine Hummel raufgesetzt. Das ist eine Stanze, die bekommt ihr übrigens auch bei mir im Shop von Studio Light. Na, das wäre die Hummel. Dann haben wir ja noch, das ist das Herbstset, genau, Autumn Bounty. Oh, ich und mein Englisch ganz schlimm. Hier haben wir diesen super tollen Specht, die Mohnblumen, so ein Bärenzweig, Hagebutten ist das, glaube ich. Und hier unten in der Ecke haben wir auch noch wieder eine schöne Blumenranke, ganz toll. Hinten drauf sind übrigens auch wieder Farbmuster, wie ihr euch das gestalten könntet. Ja, also der auch, niegelnagelneu. Und dann haben wir genau das Winterset. Und das sind, da ist die Tüte noch offen. Guckt euch die an, die Eulen, sind die nicht süß? Total schön. Dann haben wir hier sowas wie Schneeglöckchen. Ja, so eine, wie nennt man das? Winterrose, hätte ich beinahe gesagt. Und Blümchen auf jeden Fall. Auch ganz toll, total entzückend. Das sind alles die Crystal Art Stempel, das sind alles die, die ihr komplett mit Steinchen belegen könnt. Ne? Wie ihr das ja auch an den Mustern sehen könnt. Zum Beispiel an der Hummel. Die werden komplett. Da könnt ihr euch dann jetzt eure eigenen, ja, Diamond Painting Bilder, Karten gestalten. So oft und ja, so viel wie ihr möchtet. Ne? Also, die sind neu. Habe ich, ach ja, genau. Habe ich nochmal Muster gemacht. Guck mal, ich habe jetzt hier einfach mal einen Bilderrahmen genommen. Und habe die Blumen aufgestempelt. Hat sie anschließend mit den Crystal Art Magic Glue, den ihr natürlich bei mir im Shop bekommt, ganz dünn bestrichen. Mit den Pinseln auch von Craft Buddy. Da haben wir ein ganz großes Set mit verschiedenen Spitzen, habe ich euch schon mal gezeigt im Video. Bekommt ihr auch noch im Shop. Da streicht ihr euch das ein, euer gestempeltes Motiv, beziehungsweise koloriert es vorher oder lasst es. Hier habe ich es nämlich nicht koloriert, das ist weiß geblieben unter. Und dann streicht ihr euch das mit dem Kleber ein, lasst ihn kurz antrocknen, keine Ahnung, 20 Minuten, wenn überhaupt, ist das trocken. Und dann habt ihr da einen Klebefilm drauf, genauso einen Klebefilm wie das auf den Karten, auf den Bildern und diesen ganzen Crystal Art Diamond Painting Geschichten eben ist auf den ganzen Gegenständen. Und dann geht ihr bei und klebt eure Steinchen auf ja, mit euren Stift, wie ihr das halt gewohnt seid, das Ganze. Oder wenn ihr denn eben nicht diesen Magic Glue benutzen möchtet von Craft Buddy,
Dann guckt mal, ich habe auch noch den Klebestift im Shop. Da gibt es eine ganz dünne, feine Metallspitze zu und dann könnt ihr euch das punktuell aufsetzen. Na? Das habe ich euch aber auch in, ich glaube, in zwei Videos davor schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Guck mal, jetzt könnte man hier noch so einen schönen Schriftzug reinmachen zur Silberhochzeit, zur Hochzeit und oder eben herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wofür auch immer. Ich fand die Idee eigentlich ganz süß. Ja, hier habe ich die mal so ein bisschen in einer anderen Farbe gehalten. Warum das jetzt so eine Form hat, zeige ich euch noch. Da komme ich noch drauf. Und diese ganzen Steinchen bekommt ihr auch bei mir im Shop. Na, also die sind alle vorrätig. Wir haben drei verschiedene Sets mittlerweile. Muss mal kurz gucken. Drei verschiedene Sets von den Crystal Art Steinchen, von den Diamond Painting. Zwar diese ganzen Transparenten, da haben wir ein großes Set von. Und eben die Kristalle, wie wir sie kennen. Also, ne, diese vollen Farben, die haben wir auch. Einmal ein Überraschungsset, da sind noch wieder andere Tüten drin, ist auch immer eine andere Zusammenstellung. Und einmal so ein Basic-Set mit 20 Beuteln, müsst ihr mal gucken im Shop. Die sind große Klasse. Also dafür ist das natürlich perfekt. Oder ihr benutzt eure, die ihr eben zu Hause habt, denn, ne? So, und jetzt kommen wir mal zu den Paradiesvögeln. Warum Paradiesvögel? Sage ich euch, zeige ich euch, guck mal, der Tukan. Und dann haben wir hier einen Kolibri, den habe ich richtig schön glitzern lassen. Ich zeige euch vielleicht erstmal die Stempel, ne, damit ihr überhaupt wisst, wovon ich rede. Hier ist der Papagei, genau. So, und das sind jetzt die sogenannten Gemmet-Stempel. Warum Gemmet-Stempel? Also im Prinzip wie Diamond Painting, wie die Stempel davor, die ich euch gezeigt habe. Wartet. Bloß, dass diese, ganz kleinen Blick mal, kratzt mir der Hals, dass diese verschiedene Größen haben für die Glitzersteine. Die bekommt ihr bei mir auch im Shop. Das sind so Tütchen, da sind, ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind. Und da sind die in verschiedenen Größen drauf. Und hier sind sie auch, seht ihr die Punkte, ne? Hier zum Beispiel, in verschiedenen Größen drauf gedruckt im Prinzip. Also der Stempel gibt das vor und ihr druckt das ja. Stempelt das ja auf eurem Papier und dann sieht es so aus. So, ihr müsst sie nicht belegen, die Glitzersteinchen. Mit Glitzersteinchen, ihr könnt diese Stempelmotive auch ganz toll ohne Glitzersteinchen benutzen. Zeige ich euch jetzt nämlich gleich nochmal. So, wie gesagt, es gibt diesen Tukan, dieses Set mit den Blumen und ja, so ein bisschen tropical angehaucht. Tropisch. Den habe ich nämlich so gestaltet. Die Hintergrundstempel übrigens und die Schriftstanze bekommt ihr auch bei mir im Shop. Die Hintergrundstempel sind auch ganz, ganz, ganz neu. So, und dann sieht man ja nachher die Punkte. Hier am Schnabel kann man das ganz schön sehen, wo man die Glitzersteinchen hinsetzen sollte. Ich bin jetzt hier einfach mit den Nuvo. Wo ist er? Der ist das. Genau. Nuvo Crystal Glaze Lack raufgegangen und habe mir da Punkte drauf gesetzt, beziehungsweise so wie hier am Schwanz sogar die ganze Fläche mit ja koloriert. Und jetzt habe ich da glänzende Punkte drauf. Das geht auch. Wer das denn jetzt nicht zu doll möchte, nicht zu bunt möchte, kann man das mit sowas auch machen. Auch mit 3D-Pens, mit diesen Drops, Nuvo-Drops und sowas, da kann man das auch mitmachen. Bei den Kolibri habe ich das zum Beispiel mit den Glitter-Accents gemacht. Bekommt ihr übrigens auch beide, den Glacé, den transparenten 3D-Lack und diesen Glitzer bekommt ihr bei mir auch im Shop von Nuvo. Hintergrundstempel auch ganz neu, guckt, passt perfekt dafür. Und so sieht dann mein Kolibri aus. Also ich habe da nicht einen Glitzerstein drauf geklebt, ich habe die alle so gelassen. Wie gesagt, das ist das Tukan-Set. Das ist dann der Kolibri, den ich euch eben fertig gezeigt habe. Hier mit diesen super schönen Schmetterlingen, Hibiskus, mit den großen Schmetterlingen. Also einmalig. Die sind sowas von schön. Bisschen größer von den Motiven her, aber die Blumen auch kleiner, so dass ihr das auch mal auf einer A6-Karte machen könnt. Oder C6, B6, nicht A6. Und das ist der Papagei. Den habe ich euch hier ja schon ausgestanzt, aber bloß nicht koloriert. Na, also der ist auch ein Traum. Da kann man so schöne Karten mitmachen. So, passend zu jedem Stempelset gibt es die passenden Stanzen.
Das heißt, guckt, die sehen jetzt ein bisschen angefressen aus, weil das meine sind. Da bekommt ihr ein Set mit drei, nein, mit vier Stanzen sogar. Ich habe hier noch extra den Kleber dran gelassen. Ihr stempelt euch das Motiv, nehmt euch die Stanze, damit könnt ihr auch wunderbar schön embossen. Legt euch die passgenau rauf. Ich klebe mir das immer fest, weil meine Magnetplatte ist nicht mehr so doll an der Stanzmaschine. Schiebst durch die Stanzmaschine und fertig ist das Motiv ausgestanzt. Dazu gibt es aber auch noch, ich hole das mal raus, jedes Mal bei jedem Motiv die Hintergrundstanze mit. Guckt. Also das heißt, wenn wir den Papagei jetzt so haben, wir können ihn so lassen, so wie ich den Kolibri und den Tugan auf meine Karten lasse. Wir können ihn aber auch noch einen extra Hintergrund geben. Ne? Versteht man, oder? Oder ihr schneidet euch das, also stanzt euch den Hintergrund aus und stempelt das Motiv da rein. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ne? Also ich habe meine Motive alle auch mit der Stempelhilfe, die ihr bei mir im Shop bekommt, gestempelt und das geht einwandfrei. Also ist echt ein Muss, so eine Stempelhilfe. Gerade für so eine schönen großen Motive. So, und dann haben wir hier nämlich noch passend zu die Blume hier unten in der Ecke, haben wir hier auch die passende Stanze zu, um einmal den Rahmen zu stanzen und einmal den Hintergrund zu stanzen. Na, also deswegen jedes Stanzenset passend dazu vierteilig. Genau das gleiche, wie gesagt, für den Tugan dann auch natürlich mit Hintergrund. Und beim Tugan sind das die Sibelungen, die dann noch extra mit bei sind. Und beim Kolibri ist das der Hibiskus hier unten. Na, also hier hinten kann man das auch immer noch mal schön sehen. Einmal die Konturen, sag ich mal, und einmal der Hintergrund. Und das ist ganz neu. Und wie gesagt, passt haargenau für die Stempelchen. Die sind voll schön und lassen sich auf viele Arten bespielen. Wie gesagt, wenn man sie koloriert, fallen nachher diese Punkte auch schon gar nicht mehr auf. Und wie gesagt, man muss es nicht, wenn man es gar nicht so doll mag, mit den Glitzer gar nicht mit Glitzersteinchen belegen. Man kann auch gerne so mit Nuvo-Drops und diese 3D-Pens und sowas alles bespielen. Das geht auch wunderbar. Ja, meine Lieben, das war es dann eigentlich auch schon erstmal zu den ganzen neuen Stempeln. Es werden demnächst nochmal, ich meine, auf fünf Weihnachtsstempel drei verschiedene geben. Einen großen Weihnachtsstern wird es nochmal geben, ein Weihnachtsgesteck und die drei heiligen Könige kommen auch noch. Na, aber die kommen, glaube ich, jetzt erst Mitte, Ende August, sowas in der Richtung. Und auf jeden Fall finde ich die total toll. Auch, wie gesagt, die Eulen. Das wird mein nächstes Projekt werden. Die sind so süß. Na, und na klar, und die kleinen Weihnachtsstempel hatte ich euch dann ja gleich schon zum Anfang gezeigt. Und dann gibt es die ja noch mit den Blumen. Die kennt ihr ja auch schon. Die haben wir ja schon auch eine ganze Weile im Shop. Die sind auch natürlich sehr schön. Die mit den Blumen und die Geschenke und die Kerzen und ach, ich weiß gar nicht mehr, was das alles für tolle Motive waren. Das habe ich euch vor, ja, ich glaube vor zwei oder drei Videos habe ich euch die ja auch schon mal gezeigt. Na, also wie gesagt, stempelt euch die Motive aus, schneidet sie aus, klebt sie an, koloriert sie und dann bestreicht ihr sie mit Kleber oder betupft sie, belegt sie und dann könnt ihr sie wunderbar weiterverarbeiten. Ich habe die Maus zum Beispiel auch ausgeschnitten, die ist hier auch auf 3D-Pads auf die Karte gebracht und die sind wirklich, wirklich alle ein Traum. Also ein Muss für alle Diamond Painting Fans. Gut, meine Lieben, dann habe ich euch den ganzen Stapel mal gezeigt. Das wollte ich schon länger. Und ja, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Kreativsein. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns auch bald schon wieder. Bis dann. Tschüss.